Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA sind von einer beispiellosen Terrorwelle heute heimgesucht worden. Nach dem World Trade Center und dem Pentagon galten die Angriffe den Zentren der finanziellen Irgendjemand hat Amerika aber die hilflose Verschlossenheit der meisten weltpolitischen Ah, diese herrliche Ruhe, meine Damen und Herren. Schluss mit dem Gequassel, mit dem Infernalischen der Mainstream-Medien. Kommen wir mal zu den Tatsachen über den 11.09.2001. Vor 16 Jahren, am 11.09.2001, rasten diese Flugzeuge in die World Trade Center-Türme und in das Pentagon, angeblich jedenfalls. Und für uns war das mal ein Anlass, eine einzige Ausgabe der Express-Zeitung diesem Thema zu widmen, 11.09.2001. Sämtliche offenen Fragen, Probleme und Details haben wir hier aufbereitet für Sie auf 64 farbigen Seiten mit Grafiken, Karikaturen und anderen optischen Darstellungen, aber auch sehr, sehr viel informativen Texten. Und ich gehe nur mal kurz rein in den Inhalt, zum Beispiel hier, was ist eigentlich mit den Tatorten des 11.09.2001? Noch niemand hat einfach mal diese World Trade Center Türme, das Pentagon als simple, in Anführungszeichen, Tatorte betrachtet, wie andere auch, und mal gefragt, wie hätte man da eigentlich vorgehen müssen, ja? Wir haben das untersucht und wir haben festgestellt, der ganze Vorgang strotzt vor Beweismittelvernichtung, Beweismittelignoranz. Es waren also überhaupt keine normalen und gängigen Ermittlungen hier durchgeführt worden. Dann haben wir natürlich die offenen Fragen zum 11.09.2001 für Sie nochmal aufbereitet. Sie wissen ja, da gibt es eine ganze Menge, und ich sage Ihnen noch was, die nehmen jedes Jahr noch immer weiter zu, je tapferer sie ignoriert werden. Ja? Zum Beispiel, wo war eigentlich die Luftabwehr? Wieso konnten 3 oder 4 Airliner bis zu 1,5 Stunden ungehindert im amerikanischen Luftraum herumfliegen? Ein Ding der Unmöglichkeit, ohne von der Luftabwehr zumindest begleitet zu werden. Ja? Dann, was war eigentlich mit den Militärmanövern am 11.09.2001? Warum finden fast bei allen großen Terrorattentaten gleichzeitig Militärmanöver oder andere Übungen statt von Katastrophendiensten und anderen? Ja? Dann, warum wurden eigentlich die Beteiligten, die Hauptverantwortlichen in Regierung, Militär, Polizei, Ermittlungsbehörden hinterher nicht gefeuert, sondern befördert? Also das gibt mir echt zu denken. Wenn ich Präsident gewesen wäre, hätte ich erstmal diese ganze führende Mischpoke rausgeschmissen, die das verbockt hat, dass hier angeblich solche Terroristen mitten in New York und Washington zuschlagen konnten. Ja? Dann hatten die Entführer überhaupt die Fähigkeiten für solche Manöver, für solche Flugmanöver? Konnten die diese Flugzeuge überhaupt fliegen oder nicht? Was wissen wir darüber? Ja? Dann haben wir natürlich noch die Frage, nicht nur, was ist mit den Türmen passiert, was ist mit dem Pentagon passiert, was ist mit dem Loch der angeblichen Absturzstelle bei Shanksville passiert, sondern auch die Frage, was ist eigentlich mit uns passiert? Also, was haben eigentlich diese Bilder und dieses Gequassel, was Sie am Anfang gehört haben, was hat denn das mit uns eigentlich angerichtet, psychologisch? Und da gibt es ganz, ganz spannende Antworten, wie man nämlich der Weltbevölkerung quasi einen gezielten Schock verabreicht hat, um sie hinterher gezielt steuern zu können, in der psychischen Entwaffnung, in neue Kriege, in den Krieg gegen den Terror und diese ganzen Kopf- und Hirngeburten von George W. Bush und seiner Kamarilla. Also, Sie sehen schon, ein umfassendes Werk mit ganz vielen Grafiken, optischen Aufbereitungen und natürlich Artikeln, die wirklich ins Detail gehen, wo Sie wirklich die Wahrheit über den 11.09.2001 erfahren. Die neue Express-Zeitung zum 11.09.2001. 16 Jahre danach, 64 Seiten in Farbe mit vielen Grafiken und Aufbereitungen. Wie immer können Sie sich mal einen Eindruck verschaffen auf expresszeitung.com, mal reinschauen und wenn Sie Lust haben, auch abonnieren. Würde uns sehr freuen. Ich glaube, es lohnt sich für Sie. Vielen Dank. Tschüss.